This is the police. Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück in Freeburg, wo wir allmorgendlich wieder die Zeitung lesen. Retired police officer Thomas Blaine shuts pregnant woman, oh, eine schwangere Frau erschossen. Und er erklärt, er hat gedacht, sie wäre ein Selbstmordattentäter. Ja, klar, Babybauch für Sprengstoff gehalten oder wie. Und der Bürgermeister Rogers beschwichtigt, die Stadt hat keine Probleme mit Rassisten. Kann man jetzt auch doppeldeutig verstehen. Der will ja immer noch davon, dass wir alle Schwarzen entlassen. Why would a man need a barn to store all the stuff you can't bring home? About 30 years ago, back when I was young and interested in farming, I carried all kinds of junk home. After a day in the field, I'd come home with buckets, shovels, dirty boots and clothes, and instantly transform the living room. But even back then, there's something I always kept in the barn. I stopped keeping my pills inside the house because every time I was about to take a triple, someone would knock on my bedroom door. Now they're knocking on my barn door. Well, fine. It's not every day that someone comes to visit your barn. In all the years we worked together, Kendrick never came to visit the house. We drank at bars, went fishing, went to the mountains, even chased off some poachers one time. But he never came for dinner with the family. We never watched football over here. And now he's brought his friends to visit my barn. I always try to look unsurprised, like it's an everyday thing to get visitors at the old barn, especially guests with their own personal bodyguards. But Kendrick is sharp enough to see he's caught me with my pants on backwards. Sorry for the surprise, Jack. We saw you from the car. Figured we'd find you in here. I'm going in for a minute, fellas. These guys will wait outside. How long you been dating the lover boys? They're sans people, Jack. Yeah. So now you're appearing in public with members of the mafia? Jack, I'm leaving tonight. More like fleeing. Jenny and I are taking the girls and making a run for it. Probably won't be seeing each other again. I've got new documents, a new name, a new life, everything new. The papers say you're still working your last week for the department. I've got to get out today. I won't be getting another chance. Don't know if you noticed, but the whole city is against me. You told your mafia friends about your plans. Jackie, if I don't fix everything with them in the next few hours, they're going to kill me. And not just me. My family, my relatives, God, Jack, I don't know who else. They found out that I was planning to run, and they demanded that we close our contract today. Your contract, Frank? Really? Is that how you talk now? Maybe you should call in the lawyers to straighten all this out. Now is not the time, Jack, please. I have a commitment to them until the end of the year. They need an inside line at police headquarters. I can't just give them back the money. That's not how the mafia works. If I can't find someone I can trust tonight, I'm dead. You know me, Jack. I wouldn't ask you if I wasn't afraid they'd cut my daughters to pieces before sunrise. He's the damn fool who puts his daughters in the crosshairs in the first place. Anyone in my place would have dressed him down good. But I didn't want to pile it on. Fate's already got this guy's soul in the grinder. Tja, helfen wir ihm jetzt auf seiner Flucht? Oder lassen wir es sein? Bieten wir ihn also an, dass wir der Ersatzmann von ihm werden? Natürlich machen wir das, unseren alten Freund, der auf die schiefe Bahn geraten ist und jetzt vor der Mafia flieht. Wir öffnen die Tür zur Hölle. Give him my phone number and tell him it's done. Don't call me. Don't come to work today. I don't want to see or hear from you again. Time for you to go. Jack, I... Get the fuck out of my nice cozy barn, Frank. At the time, I was trying not to think about what just happened. It was almost too much to take in.
I'm probably the most popular police chief in the history of the city, and I have to admit, I've thought about that more than once, sometimes with a little pride even. In one of the features they wrote about me in the papers, they said it pretty plain. He catches the criminals. Believe me, high praise like that is unheard of in Freeburg, especially for a cop. And here I am, the person who catches criminals, and I've agreed to help the mafia, or I'll come home to a bag stuffed with my kids' body parts. Right before the last hammer falls. Hey, remember that cop who caught criminals? It turns out he was a mafia bitch. And all for the sake of a greedy, corrupt cop who should have fled the country years ago. That sound right to you? Ja, wie der gebrochene Polizeichef geraten immer tiefer in diesen Strudel hinein. Den Abwärtsstrudel der Mafia. Pillenabhängig sind wir, die Frau ist abgehauen. Immerhin stehen unsere Kinder noch auf unserer Seite, aber deren Leben riskieren wir jetzt natürlich durch die Zusammenarbeit mit der Mafia. So, Rositzky, was hast du denn für ein Problem? I'm too tired. I can hardly walk straight. Can I go home? Ja, aber komm morgen. Er muss zum Gericht wegen seiner Kinder. Ja, aber komm morgen. Ich kann ja nicht allen freigeben, das geht ja nicht. Ach, das war der Neue, oder? Den haben wir gerade erst eingestellt. Naja, aber okay. Wenn nur ein Officer fehlt, dann geht das. Ja, wir hätten noch eine Beförderung übrig. Die halte ich aber nochmal zurück. Stobel hätte sie wieder verdient. Robbins aber mittlerweile auch. Wäre natürlich ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt einen Schwarzen befördern würde. Wird das denn Bürgermeister so richtig wehtun? Ich glaube ja. Machen wir das. Ja, Requests from the City Hall, also vom Rathaus, gibt es auch. Müssen wir uns als nächstes anschauen. Mal hier die City Hall. Und die Entscheidungen, die aus dem Rathaus kommen, kommen immer darauf an, ob die mit uns zufrieden sind oder nicht. Und wir können einmal pro Woche können wir eine Anfrage hinschicken. Aber die Idioten wissen das manchmal nicht richtig einzuschätzen im Rathaus. Und lehnen das gerne mal ab, also sollten wir wirklich nur nach den wichtigen Dingen fragen und nicht nach unnützen Dingen. Jobslot for Officer können wir fragen, Jobslot for Detective, SWAT Upgrade brauchen wir nicht. Oder das eigene Salary erhöhen, ja. Ich glaube, wir könnten noch ein paar Officer gebrauchen. Probieren wir das mal. Send. Kriegen wir da direkt eine Antwort? Dauert vielleicht ein bisschen was. Was haben wir noch für Ereignisse? Ja, unsere Abrechnung, 1200 haben wir bekommen. Dankeschön, geht natürlich auch auf unser Konto. Ja, die Beerdigung von Officer Price. Sie war eine gute, ehrliche Dienerin der Stadt. Und heute wurde sie mit allen militärischen Ehren beerdigt. Tomorrow is the deadline, ja, um alle Schwarzen zu feuern. Nö, werde ich mal schön ignorieren. Disorderly conduct. Every morning there is a dirty, piss-soaked bum sleeping at the cafe. The man refuses to go away. And growls at anyone who approaches, scaring all the customers. Also jeden Abend morgen, wenn die da zu ihrem Burgershop kommen, liegt dort ein vollgepisster Obdachloser, der dann auch noch die Leute anmacht. Schicken wir mal den frisch beförderten Robinson und Grant. Oh, a robbery. Liquor Store. Augenzeugen hat aus dem Fenster beobachtet, ein bewaffneter Mann, die in einen Likör-Store, also in einen Schnapsladen reingegangen ist. Stovall, Kukaranis und Samadi. Ja, Roy ist sowieso nutzlos. Den können wir gleich immer losschicken, um Strafzettel zu schreiben oder so. Da haben wir einen Kampf. Zwei Elvis Nachdarsteller
haben sich gegenseitig auf Spanisch angeschrien und haben miteinander gekämpft. Okay, lassen wir den Fall nochmal auf. Ich glaube nicht, dass jemand rechtzeitig zurückkommt. Also schicken wir Roy alleine dahin. Oh Gott, das geht doch nicht im Leben gut. Auf der anderen Seite kann man so natürlich auch Polizisten loswerden. Ne? Sehr schön. Wir haben den Obdachlosen erstmal festgenommen und es ist niemandem etwas passiert. Das ist immer das Wichtigste. Officers unarmed, Civilians unarmed. Unarmed, nicht unarmed. Unarmed natürlich auch, klar. So, der Überfall, wo wir die drei Leute hingeschickt haben. Der Shop hat zwei Eingänge. Ein paar Leute sind schon aus dem einen Ausgang geflohen. Können direkt mit dem Polizeiwagen durchs Fenster fahren. Durch die Hintertür sneaken. Oder vorne reingehen. Ich würde sagen, wir sneaken durch die Hintertür. Oh. Der Räuber hat uns bemerkt und hat den Kassierer als Geisel genommen. Und er hält die Pistole direkt an den Kopf des Kassierers und schreit: Zurück oder ich blase ihm den Kopf runter. Und in der Zeit schreit der Kassierer in irgendeiner Sprache, die wir nicht kennen. Sei ruhig, Abdul, du machst die Sache nur noch komplizierter. Heimlich auf den Räuber zielen. Oder ihn anschreien. Du mit der Maske, halt die Klappe und nimm die Waffe runter. Der Räuber wird nervös, sichtlich nervös. Bitte, nicht schießen. Ich brauche nur das Geld. Ich nehme ein bisschen und gehe. Und niemand wird verletzt. Der Kassierer beginnt zu weinen. Hier, du kannst etwas von dem Geld nehmen, aber nur wenn du die Geisel freilässt. Es gibt zwei Wege raus aus diesem Shop. In Handschellen oder in einem Leichensack. Oder den Räuber erschießen. Na komm, wir machen weiter den harten Kopf. Ja, sehr schön. Da ist der Räuber dann wohl zusammengebrochen. Cool. Niemandem was passiert. Er Stovall wieder. Stovall hat alles im Griff. Der bräuchte eine eigene Polizeiserie. Stovall. Wäre auch ein cooler Name für eine Polizeiserie. Stovall. Der Cop aus Freeburg. Was haben wir hier? Ein Gefallen für die Mafia. Ernest Fitzgerald Countryside. Okay. Golden Beast Hunt ist in Gange. Normalerweise schießt da immer nur einer pro Team. Diesmal sind es zwei pro Team. Wir sollen ihnen den besten Schützen oder zwei der besten Schützen schicken. Ja, können wir machen, sobald hier die beiden zurück sind. Genau. Was haben wir hier? Es ist ein heißer Tag. Es gehen viele Leute schwimmen. Letzte Woche sind vier Leute ertrunken. Wir sollen Polizisten schicken, der aufpasst. Ja, kann ich jetzt leider nur ablehnen, weil noch keiner zurück ist. Tut mir leid. Dafür können wir unseren Mafia-Freunden einen Gefallen tun, indem wir Robbins und Grant hinschicken. Die sind vom Einsatz zurück. Sollen die an dieser Jagd teilnehmen, dort ein bisschen Spaß haben. Und wir geben ja, der Unterwelt wieder einen kleinen Gefallen. Was haben wir hier? Ein Überfall, ein Robbery. Aha, wieder ein schweres Verbrechen. Ein antikes Halsband wurde gestohlen von Bao Liang, als sie auf dem Weg zum Pfandshop war, zum Pfandladen. Schicken wir Mole hin. Ich weiß nicht, was das B bedeutet. Würde ich gerne wissen. Moser als Unterstützung. Beastly lassen wir mal zurück, falls da noch ein Fall rankommt. Report vom Fight. Roy. Roy hat leider es nicht geschafft, den Räuber oder den Verdächtigen zu fangen. Wenigstens kann ihm hier nichts mehr abgezogen werden. Er hat ja nur 5 Sterne. Robbins und Grant sind am Tatort eingetroffen. Achso, das sind die beiden, die dort an dieser Jagd teilgenommen haben für Ernest Fitzgerald. Und die haben sogar gewonnen, die beiden. Sehr schön. Dieser Ernest weiß alles übers Schießen. Hat uns ein paar Sachen beigebracht. Deswegen haben die sich auch wieder verbessert, die beiden. Und er hat uns eingeladen, zu feiern nach dieser Jagd. Also machen sie morgen frei, die beiden. Okay. Scheint so, als würden die immer frei machen, nachdem sie einen Auftrag erledigt haben für die Mafia. Hier haben wir Zeugenbefragung aus dem Fall des Diebstahls. Ja, das ist wohl diese Bao Liang,
Mrs. Liang. Ich und mein Ehemann, eigentlich heißt es ja mein Ehemann und ich, finanzielle Schwierigkeiten geraten. Deswegen wollten sie das Halsband oder die Halskette ins Pfandhaus bringen. Welches schon seit Jahrhunderten im Besitz der Familie ist. Aha, so, so. Und da kam dann jemand und hat die Tasche von den Schultern gerissen. Ich konnte nichts tun, noch nicht einmal schreien. Zeugin Mr. Fishman. Der Verdächtige war auf einem Motorrad. Er ist die Straße runtergefahren, hat sich die Tasche gegriffen und ist abgehauen. Ich habe versucht, ihm hinterherzulaufen. Ja, Motorrad hinterherlaufen. Mhm. Aber ich konnte noch niemals erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Na super. Olivares, eine Zeugin, ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Aber er hatte eine Jacke an, wie diese Biker, die immer an den Straßenecken herumstehen. Okay. Das ist Phillips. Das war definitiv kein ortsansässiger Biker. Die ortsansässigen Biker, die haben Glatze und haben Bärte. Der sah hier eigentlich, der sah mehr asiatisch aus. Vielleicht japanisch oder chinesisch. Das sind ja auch die einzigen Länder, die es in Asien gibt. Japanisch und chinesisch. Mrs. Patterson. Ich habe keine Waffe in seiner Hand gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er sich die Tasche gegriffen hat und davon gefahren ist. Okay, zumindest schon mal die Zeugenbefragung. Müssen wir mal gucken, was sich da ergibt. Und haben drei neue Bilder für die Investigation. Hier läuft sie zum Pawnshop und das ist dann wahrscheinlich das Ende, wo er mit der Tasche abhaut. Da kommt er angefahren, reißt die Tasche runter und macht sich aus dem Staub. Ich glaube, das passt doch sogar schon in der Reihenfolge, oder? Der Verdächtige ist Quan Jin Lin, chinesischer Immigrant und gerade erst von der Universität abgegangen. Schien richtig zu sein, oder? Die haben Erfahrungspunkte dazu bekommen. Die Detectives haben Informationen, wo sich der Verdächtige aufhält. Manchmal gibt es auch verschiedene Locations, wo der sich aufhalten könnte. Wir schauen mal in Chinatown. Suspect arrest to carry out arrest. Wir brauchen zwei Officer, die den Detective begleiten, um den Verdächtigen festzunehmen. Okay. Wir haben ein bisschen Zeit, aber wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen, denn klar, die Verdächtigen warten nicht, bis wir mit unserer Arbeit nachkommen. Aber das ist kein Problem. Wir könnten diesmal sogar schon das SWAT-Team schicken. Ah, für einen einfachen Räuber glaube ich das eher nicht. Wir schicken unseren besten Mann Stovall und Cougaranis für die Festnahme. Vandalismus haben wir wieder. Ein Wachmann ist nach draußen gegangen, um eine zu rauchen, und hat dort einen Teenager gesehen, der Option die Töten auf das Bild, Gebäude geschrieben hat. Aber er konnte ihn nicht schnappen. Schicken wir Samadhi und Roy. Dann haben wir noch einen Fall, den wir nicht bearbeiten können, weil alle unterwegs sind. Das ist nicht gut. Was hätten wir denn hier? Destruction of Property. Oh, da müssen wir sogar fünf Leute hinschicken. Oder könnten fünf Leute hinschicken. Eine Ausstellung. Sexoperationen. Eine Gruppe von jungen Leuten in Skimasken hat sich Zutritt verschafft und hat die Ausstellungsstücke zerschmettert. Wir wollen diesen Mist nicht in unserer Stadt. Schade, kann ich hier leider niemanden hinschicken. Sind alle unterwegs. Und gleich ist die Zeit abgelaufen. Oh nein! Das macht sie sicherlich nicht gut. Ja, sind entkommen. Klar, weil wir niemanden hinschicken konnten. Und? Yep. Wunderbar, es gibt Erfahrungspunkte dazu und es ist anscheinend nichts passiert. Und wir haben den Verdächtigen gefangen. Coole Sache. Und dann ist der Case abgeschlossen, der Fall abgeschlossen. Wir waren in der Lage, alle Verdächtigen einzusperren. Yes! Vielleicht sollte man nach mir eine Polizeiserie benennen. MS Standard. Detective. Oder so. Vandalismus-Report. Samandy und Roy. Also wo Roy ist, den können wir echt in die Zone kloppen. Der zieht dadurch, dass er schlecht arbeitet, eigentlich nur die Leute, die man mit ihnen dahin schickt, runter. Sobald ich wieder jemanden einstellen kann, werde ich Roy entlassen. Piles of work. Sieht so aus, als wäre morgen ein langer Tag. Wie der erste von einer ganzen Reihe langer Tage. Da ist einfach zu viel im Moment zu tun.
Okay. Wie sieht's denn aus mit Shift B? Ja, sieht doch ganz gut aus. Der sechste Tag. Wunderbar. Bevor wir uns die Zeitung durchlesen und einen leckeren Kaffee trinken, würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von This is the Police wieder. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Bye bye.